Gerade bei Kapitalmarkttransaktionen, öffentlichen Übernahmen, arbeitet man sehr eng auch mit den Investmentbankern zusammen, die auch in die Prozesssteuerung sehr stark einbezogen sind. Die erste Zeit als Associate ist wirklich die technische Arbeit eben an den Dokumenten. Man lernt einfach on the job. Man kann das nicht im Jurastudium lernen. Der Arbeitsalltag, der sieht so aus, dass ich hier um 9 Uhr beginne mit meiner Arbeit. Wirklich als Associate einzusteigen, das geht erst nach dem zweiten Staatsexamen. Also man sollte anstreben, sowohl im ersten als auch im zweiten 9 Punkte zu erreichen. Das ist das Vollbefriedigen der Juristen. Du kannst nicht anfangen und sagen, ich werde in dem und dem Zeitraum Partner werden und wenn nicht, bin ich unglücklich. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute Teil 2 des Interviews mit Dr. Ulrich Kort. Uli, nochmals vielen Dank, dass du dich für das Interview zur Sehr Verfügung gerne, gestellt sehr hast. gerne. Falls ihr das Video Nummer 1 noch nicht gesehen habt, findet ihr unten in der Beschreibung und auch irgendwo hier oben. Da haben wir vor allem, hat Uli vor allem über das Jurastudium gesprochen und die Einstiegsmöglichkeiten danach, was er für Tipps für Jurastudenten hat. Heute werden wir vor allem über seinen Arbeitsalltag sprechen. Ja, Uli ist Partner bei Morgan Lewis, ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Er ist im M&A-Transaktionsbereich tätig. Er hat davor auch bei einer anderen Großkanzlei gearbeitet. Und wir werden vor allem darüber sprechen, wie sich sein Arbeitsalltag über die Jahre so gewandelt hat und ja, was er alles inhaltlich zu seinem Beruf sagen kann. Vielleicht, Uli, machst du auch noch mal eine ganz kurze Selbstpräsentation über deinen Werdegang und dann steigen wir wirklich inhaltlich in die einzelnen Thematiken ein. Gerne. Ich habe nach dem Abitur Jura studiert, und zwar in Passau, London, Tübingen. Habe danach meine Examina gemacht und eben promoviert und bin dann 2010 eben hier in Frankfurt eingestiegen in einer großen Wirtschaftskanzlei und habe mich dann eben für den Bereich M&A-Transaktion entschieden. Man muss sich den Werdegang in dem Bereich so vorstellen, dass man zunächst einmal lernt, sich mit der vertraglichen Dokumentation, die es gibt bei Kaufverträgen, zu beschäftigen. Man bearbeitet bestimmte Bereiche und mit der Zeit wird die Involvierung immer intensiver. Man lernt einfach on the job. Man kann das nicht im Jurastudium lernen, weil gerade das Transaktionsgeschäft bestimmt wird durch Verhalten der Beteiligten, der Mandanten. Und es geht sehr viel darum zu lernen oder ein Gespür dafür zu entwickeln, was die wirklichen Interessen sind, was die Erwartungen sind, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Und das geht eben nicht, wenn man ein Buch liest, sondern nur, wenn man ganz konkret an den Fällen eben mitarbeitet. Hinzu kommt dann, dass man, also ich meine, neben der Arbeit an der vertraglichen Dokumentation, dass man an der sogenannten Due Diligence mitarbeitet. Das ist eine rechtliche Unternehmensprüfung. Man schaut sich die wesentlichen Verträge an, die ein Unternehmen geschlossen hat, die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse, Finanzierungsverträge und so weiter, damit man einen ganz konkreten Eindruck davon erlangt, auf Käuferseite, welches Unternehmen man erwirbt, wenn man der Berater, der Verkäufer ist, welches Unternehmen man eigentlich verkauft, wo die Risiken drin liegen und entwickelt insoweit im Grunde auch die Themen oder Gegenstände für die späteren Verhandlungen. Das ist quasi das, was eine Wirtschaftsanwälte im Allgemeinen machen. Ja, ihr arbeitet man dann auch eng mit beispielsweise Investmentbanken zusammen Genau, oder genau. Ja, Unternehmensberatungen? absolut. Also gerade bei Kapitalmarkttransaktionen, öffentlichen Übernahmen, arbeitet man sehr eng auch mit den Investmentbankern zusammen, die auch in die Prozesssteuerung sehr stark einbezogen sind. Bei sogenannten Private M&A-Transaktionen, also die abseits des Kapitalmarkts stattfinden, kommt es drauf an. Auch dort spielen aber Investmentbanken immer noch eine sehr große Rolle. Aber gerade jetzt an den Fragen merkst du einfach auch und den Antworten, das sind eben sehr kommunikationsgetriebene Prozesse. Ja? Also es ist eben nicht nur die reine Arbeit am Dokument, sondern es geht darum, die Prozesse zu steuern, die Erwartungen der Mandanten wirklich sehr, sehr gut umzusetzen, in bestimmten Zeitfenstern zu arbeiten. Und das lernt man einfach nur, wenn man von vornherein eben bei diesen Transaktionen mit involviert wird. Ich hatte das Glück in der Kanzlei, in der ich begonnen hatte, da auch sehr gut mit an Bord genommen zu werden.
Und das ist eben auch für mich hier sehr wichtig, ja, wenn ich mit meinen jüngeren Kollegen zusammenarbeite. Denn nur so gewinnt man wirklich einen Eindruck von der Transaktionspraxis und wird auch zum guten Transaktionsanwalt und entwickelt auch Spaß daran. Okay, du steigst ein als Associate und ist es egal, ob man quasi das, also vielleicht auch nochmal da, ich weiß jetzt nicht, die Jurastudenten werden das wissen, die jetzt vielleicht gerade ihr Abi machen oder was anderes studieren, werden es nicht so wissen. Es gibt ja in Jura das erste Staatsexamen, das zweite Staatsexamen und eine Promotion. Ab wann kann man einsteigen? Also als Associate einzusteigen, das geht erst nach dem zweiten Staatsexamen. Weil mit dem zweiten Staatsexamen die Zulassungsvoraussetzung schafft, Mitglied der Anwaltschaft zu werden. Man kann aber natürlich schon während des Studiums auch Praktika machen. Und das ist sehr wichtig. Nach dem ersten Staatsexamen folgt ja das Referendariat. Und das Referendariat gibt einem die Möglichkeit, die Kanzleien eben kennenzulernen. Es ist vorgegeben, dass man 1 bis 2 Stationen bei Anwaltskanzleien verbringt. Und das sollte man auch sehr, sehr intensiv nutzen als Referendar. Denn es gibt das Referendariat eröffnet einfach die Möglichkeit, Kanzleien schon frühzeitig kennenzulernen und gibt beiden Beteiligten, sowohl der Kanzlei selbst als aber natürlich auch dem Referendar, die Möglichkeit, einfach sich zu testen, ob einem das Spaß bringt, ob einem die Kultur gefällt, ob man gut eingebunden wird. Da kann man ein super Gefühl für entwickeln. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, das Referendariat aus meiner Sicht gut und intensiv zu nutzen. Okay. Und dann quasi nach dem zweiten Staatsexamen steigt man dann als Associate ein, Genau. beziehungsweise auch nach einer Promotion, wie es jetzt bei dir der Fall Ja, gewesen ist. ganz genau. Wobei eben die Promotion nicht die entscheidende Einstellungsvoraussetzung ist. Es ist nicht schlecht, wenn man eine hat, aus meiner Sicht. Es ist aber auch nicht notwendig. Wir hatten schon im ersten Video dazu gesprochen. Gerade, sag ich mal, in einem internationalen Umfeld spielt aus meiner Sicht die Promotion eher in der heutigen Zeit eine untergeordnete Rolle. Okay. Und dann als Associate, wie sind dann quasi noch, vielleicht kannst du auch kurz was zu der Hierarchie sagen, bis zum Partner jetzt, wie du es Ja, bist. also ich meine, man im Grunde die Entwicklungsstufen, die es denn gibt in Kanzleien, beginnen eben mit dem Associate, und mit der Zeit und zunehmender Erfahrung entwickelt man sich da einfach weiter. Die Gehälter steigen eben Stück für Stück an. Es gibt dann auch die Rolle des Principal Associates, die man nach 3, 4, 5 Jahren eben erreichen kann, typischerweise. Und ja, und dann danach entscheidet sich es eben weiter, möchte man weiter den Weg gehen, Partner werden, und erhält man die Chance dazu. Ich glaube, man sollte, wenn man jetzt sich überlegt, ist Wirtschaftskanzlei etwas für mich, ja oder nein, sollte man nicht zu sehr sofort in diesen Hierarchiestufen oder Karrierewegen denken, sondern einfach den Einstieg finden. Testen, ob einem das Spaß bringt, und dann entwickelt sich das auch von alleine. Ja, wenn man gut ist und Freude an der Aufgabe hat, dann wird man sich prima entwickeln. Wenn man irgendwann sagt, nee, ich möchte gerne doch eine Rolle haben, eher im Unternehmen oder in der Justiz oder so, also auch in der Verwaltung, ist man frei, sich da auch zu entscheiden. Und wir haben viele Kollegen, die das so machen, mit denen wir weiterhin sehr, sehr gute Beziehungen pflegen, die auch für uns sehr, sehr wichtig sind. Die Frage, dann später Partner zu werden, ja oder nein, das, sag ich mal, entwickelt sich einfach mit der Zeit. Ja, also du kannst nicht anfangen und sagen, ich werde in dem und dem Zeitraum Partner werden und wenn nicht, bin ich unglücklich, sondern das wird sich einfach mit der Entwicklung in der Kanzlei ergeben. Und wichtig ist aber aus meiner Sicht, wenn man dann auch sagt, genau das möchte ich machen, ich möchte hier auch langfristig in der Kanzlei bleiben, ich möchte Partner werden, dann soll man auch die Ambition deutlich machen. Also nicht passiv bleiben und darauf warten, dass andere, sage ich mal, einen nach vorne bringen, sondern man muss das dann auch schon einfordern und einen Dialog suchen mit den Leuten, die das zu entscheiden haben, und ganz positiv und offen an diese Themen rangehen. Wie lief das Ganze bei dir ab? Ja, ich habe damals einfach das Angebot gehabt, hier zu Morgan Lewis zu wechseln.
hier Partner zu werden. Das war für mich sehr, sehr attraktiv. Aber allgemein gesprochen, alle Kanzleien eben ihre eigenen Karrierewege haben. Die Kanzleien müssen ja auch darauf achten, dass immer guter Nachwuchs folgt, weil am Ende eben die Kanzleien bestehen aus den, ja, aus den Menschen, aus den Beratern, die machen die Kanzlei aus. Und das heißt, jede Kanzlei, die langfristig bestehen möchte, muss ein wirklich gutes Programm haben, die Anwälte und Anwältinnen, die Interesse haben, die sich engagieren, nach vorne zu bringen. Und darauf sollte man auch gerade als Absolvent einfach vertrauen, dass es immer diese Chancen geben wird. Worin unterscheiden sich dann die Aufgaben, die man als Partner hat, zu denen, die man so als Associate hat? Ich glaube, als Associate beginnt man einfach zunächst die Arbeit als Transaktionsanwalt in meinem Bereich. Genauso gilt das für die anderen Bereiche des Wirtschaftsrechts, Stück für Stück zu erlernen, dass man einfach die Technik eben lernt. Wie erstelle ich eben einen Kaufvertrag? Wie erstelle ich Schriftsätze? Wie andere Dokumente, die wichtig sind? Und da gibt es natürlich auch Marktpraxen, die sich entwickelt haben. In die wird man eingeführt. Also die erste Zeit als Associate ist wirklich die technische Arbeit eben an den Dokumenten. Wobei, was ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, es wichtig ist, aus meiner Sicht darauf zu achten, gerade auch als Associate eben Kontakt zu bekommen zu Mandanten, an Verhandlungen teilzunehmen, Telefonkonferenzen, um einfach ein Gefühl zu entwickeln, wie die Erwartungen der Mandanten sind, die man berät. Und dann mit dem weiteren Verlauf der Karriere als Associate werden die Aufgaben einfach anspruchsvoller. Das heißt, man macht dann nicht nur bestimmte Elemente eines Kaufvertrages, sondern den ganzen Kaufvertrag. Man schreibt ein längeres Gutachten und nicht nur einen Teilaspekt. Und man wird Stück für Stück in die Mandatsbeziehung eingeführt und entwickelt insoweit auch, sag ich mal, ein Gefühl dafür, was in Mandatsbeziehungen wichtig sind, wie man sie pflegt, wie man Kontakte vertiefen kann. Und der wesentliche Unterschied dann zwischen Associate und Partner am Ende ist, als Partner hat man dann die Verantwortung, dass die Mandate gut laufen, dass die Mandanten zufrieden sind mit der Beratung, dass man die Associates auch gut anleitet, mit ihnen zusammen im Team an den Transaktionen, Mandaten gemeinsam die voranbringt. Und der Partner hat die Aufgabe, auch die Mandatsbeziehungen dann weiterzuentwickeln und auch neue Mandatsbeziehungen zu gewinnen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Natürlich konzentrieren sich viele Kanzleien in der heutigen Zeit darauf, die Mandate oder Mandatsbeziehungen, die man in der Vergangenheit entwickelt hat, weiter zu pflegen und zu vertiefen. Mhm. Aber es spielt eben auch eine Rolle, neue Beziehungen zu gewinnen. Und das ist eine Fähigkeit, die man auch über die Jahre lernt. Die kann man auch nicht im Studium lernen, die kann man sich auch nicht erlesen. Da komme ich eben auch zurück, was wir im ersten Interview schon besprochen hatten. Also gerade der Aspekt, dass man das Jurastudium nicht als Einzelkämpfer betreibt, sondern sich öffnet, für andere Gruppen bildet, sich anderweitig engagiert. Das ist sicherlich ein Softskill, was später denn sich sehr, sehr auszahlt. Du hast jetzt ja auch die Wirtschaftskanzlei durch das Referendariat bereits kennengelernt. Von dem her wusstest du schon relativ gut quasi, was dich erwartet. Mhm. Wenn du dich vielleicht nochmal, du kannst dich wahrscheinlich besser in die Lage von dem einen oder anderen Jurastudenten hineinversetzen. Wenn du jetzt nochmal an die Zeit zurückdenkst, wo du jetzt eigentlich noch keine Ahnung hattest vom eigentlichen Arbeitsalltag, du hast vielleicht mal ein paar Geschichten gehört, aber du hast noch nie am eigenen Leib quasi das Ganze durchgemacht. Was stellt man sich vielleicht anders vor, als es in echt ist? Und welche Dinge sind so, wie man sich vorstellt? Also ich meine, dass man sich versuchen sollte, von Klischees zu befreien, die über Wirtschaftskanzleien existieren in der heutigen Zeit, sondern die Erfahrungen selbst macht, schon im Rahmen des Referendariats, ich auch im anderen Interview sagte, möglicherweise auch schon während des Studiums. Ich war persönlich gut vorbereitet, weil ich eben diese
das Referendariat sehr intensiv genutzt hatte. Was mich dann doch, glaube ich, überrascht hat, war einfach die Dynamik des Wirtschaftslebens. Die kann man als Jurastudent noch nicht so wirklich begreifen. Mhm. Also die Schnelligkeit, wie sich Märkte ändern, welche Mandanten auf einen zukommen. Um ein Beispiel zu geben, es gab jetzt vor 2, 3, 4 Jahren eine Zeit, da haben enorm viele chinesische Investoren den Weg nach Deutschland gesucht. Insoweit waren wir auch gerade auf der Seite sehr, sehr, sehr aktiv im Transaktionsbereich. Und jetzt dieses Jahr sind es die Japaner, mhm, die mehr und mehr also Geld investieren in Deutschland. Es gibt mehr M&A-Transaktionen mit Japanern derzeit als mit Chinesen. Und das sind einfach alles, sage ich mal, Entwicklungen, die kann man nicht vorhersehen. Mhm. Und natürlich ändern sich dann auch die Erwartungen, denn Mandanten, die aus China kommen, sind nun auch mal einfach anders und haben andere kulturelle Vorstellungen als Menschen aus Japan. Insoweit sind das also ständig Prozesse, die sich verändern. Und es ist auch enorm schwer vorherzusagen, wo jetzt der Markt eben im M&A-Bereich in 2, 3, 5 Jahren steht, ja, was Kanzleien anbelangt. Das ist sehr, sehr stark im Wandel begriffen. Okay. Und wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag eingehen, den du jetzt gerade hast. Wie sieht denn so ein ganz typischer Arbeitsalltag von Dr. Ulrich Kort aus? Gibt es den überhaupt? Also zunächst einmal, ich lege nicht Wert auf den Doktortitel, okay, für die Zwecke des Interviews. Der Arbeitsalltag, der sieht so aus, dass ich hier um 9 Uhr beginne mit meiner Arbeit. Er ist sehr stark getrieben durch die konkreten Projekte, an denen man arbeitet. Den ganz typischen Ablauf gibt es eben nicht, weil eben die Dynamik der Transaktionsprozesse doch dazu führt, dass man, sag ich mal, seinen eigenen Zeitplan wenig immer vorherbestimmen kann. Ja. Deswegen hatten wir ja auch ein bisschen Probleme, das Interview gut zu terminieren. Aber es ist eben sehr dynamisch. Typische Aufgaben, die ich also am Tag erledige, sind, mit den Mandanten zu sprechen, sowohl mit Mandanten, die man derzeit betreut, als auch mit Beziehungen, die man gewonnen hat. Man arbeitet natürlich an den konkreten Projekten. Ich nehme an Telefonkonferenzen teil, an Verhandlungen. Ich schaue mir Verträge an, die ich bearbeitet habe, die Gegenseite bearbeitet hat oder eben meine Kollegen. Mhm. Wir haben Teambesprechungen, indem wir bestimmte Themen besprechen, die in der Transaktion relevant sind. Und dann gehe ich am Abend nach Hause und freue mich auf meine Familie. Ja. Angenommen, jetzt Zuschauer sagt, das finde ich super interessant, was der Uli hier erzählt hat. Ja. Ich würde am liebsten quasi, nehmen wir mal als Beispiel bei Morgan Lewis bei euch hier in Frankfurt anfangen, wo man mit dir dann zusammenarbeiten kann. Was muss man denn mitbringen? Also, um bei euch tätig zu sein, geht da auch zum Beispiel, wenn man Wirtschaftsrecht studiert habt, habt ihr auch BWLer, die beispielsweise in der Steuerberatung tätig sind, muss man Jura studiert haben? Vielleicht darüber einfach mal so ein paar, welche Hard Facts sollte man mitbringen? Ja, also wir haben zunächst ist schon der Grundsatz bei uns, dass man beide Staatsexamina haben sollte, um als Associate anzufangen. Es gibt auch die Möglichkeit, als Paralegal zu arbeiten. Das bedeutet, man hat dann am Ende nicht den Karriereweg des Associates, sondern eben man ist ein Mitarbeiter hier eines Teams. Dafür würde es auch ausreichen, Wirtschaftsrecht zu studieren. Das bedeutet also nicht ein Staatsexaminerabschluss zu haben oder eben nur das erste Staatsexamen. Dafür sind wir auch grundsätzlich einmal offen. Aber ich würde schon jedem Studenten empfehlen, der anstrebt, in eine Wirtschaftskanzlei zu arbeiten, das volle Jurastudium zu machen. Mhm. Ich glaube, das hat viele Vorteile, gerade auch, weil man einfach flexibler ist im Hinblick auf spätere Berufe und Berufsziele, die sich entwickeln. Was ist noch wichtig bei uns? Klar spielen auch die Noten eine Rolle. Kannst du da vielleicht mal, ich weiß, ich möchte dich da jetzt nicht aufs Glatteis locken, aber vielleicht mal so eine ehrliche Einschätzung, was für Punkte sollte man schon eigentlich jetzt mitbringen? Alles drunter wird schon
schwieriger. Ja, also man sollte anstreben, sowohl im ersten als auch im zweiten 9 Punkte zu erreichen. Mhm. Das ist das Vollbefriedigen der Juristen. Und das Ziel sollte man sich einfach stecken. Ja. Es ist kein Weltuntergang, wenn eines der Examiner gelegentlich darunter liegen sollte. Man wird auch da gute und attraktive Aufgaben oder Möglichkeiten finden, aber man sollte das sich auf jeden Fall vornehmen. Und es ist ganz klar, ehrliche Antwort, die Noten spielen eine Rolle. Mhm. Und deswegen sollte man sich auch nicht durch das Jurastudium quälen. Also wenn man den Eindruck hat in den ersten 2, 3 Semestern, ach, das ist irgendwie nicht so was für mich oder das bringt mir nicht so Spaß, dann lieber ehrlich sein und sich nicht quälen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man am Ende wirklich sehr, sehr schlechte Noten hat, eigentlich keinen Spaß am Studium mhm. hatte. Das sollte man nicht weiter verfolgen. Aber Noten sind andererseits auch nicht alles. Ne? Also wir hatten ja auch im ersten Interview dazu schon gesprochen und ich hatte gesagt, man sollte nicht so einen gefeintuned Lebenslauf verfolgen, ja, sondern einfach neben der Freude am Studium und dann auch die Noten, die dann auch von selbst irgendwie kommen, sich anderweitig engagieren. Mhm. In der heutigen Zeit ist es meines Erachtens sehr wichtig, Auslandserfahrung zu sammeln. Englische Sprache spielt eine große Rolle. Ich persönlich arbeite zu 90% auf Englisch. Und das häufig sogar bei Transaktionen, die im deutschsprachigen allein im deutschsprachigen Raum stattfinden. Das ist einfach die Realität. Also Englisch spielt eine sehr große Rolle. Und und eben auch die Erfahrung, die man dann während des Studiums und des Referendariats sammelt. Lohnt es sich, ein LLM zu machen, wenn ich das richtig ausspreche? Ja, also ich habe persönlich keinen gemacht, mhm. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Das LLM bedeutet im Grunde, dass man einen Master macht an einer ausländischen Universität. Sei es überall auf der Welt ist so ein LLM mittlerweile möglich. Ich finde das klasse, wenn man sowas mhm. macht, weil es einfach den Erfahrungshorizont enorm verbreitert. Man eben Erfahrungen im Ausland sammelt, die sind unglaublich wichtig. Und also insoweit würde ich jedem dazu raten, das zu tun. Ich hatte eben selbst schon während des Studiums mein Auslandsjahr verbracht. Und insoweit hatte ich dann irgendwann auch mal gesagt, komm, jetzt hast du promoviert, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Meine Frau wurde auch ein bisschen nervös und insoweit. Aber daran siehst du eben, dass die Wege ja in das Wirtschaftsleben sehr unterschiedlich ausfallen können. Und solange man seine eigenen Interessen mhm. wirklich verfolgt, proaktiv verfolgt, sich engagiert, ist alles gut. Okay, super. Uli, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für dieses Interview. Hat mir super viel Spaß gemacht. Mir auch. Dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Schickt das Video gerne anderen Leuten, die vielleicht an so einer Karriere, wie der Uli sie hingelegt hat, interessiert gewesen wären. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Ciao. Ciao.